Ein sehr herzliches Willkommen zurück bei Broforce. Und wir sind heute auf einer ganz besonderen Location. Ja, wir sind hier auf einer LAN-Party. Und wenn man sich ein bisschen umschauen würde, was wir euch nicht lassen, sind so 150 Leute hier und die sind alle fleißig am Zocken. Deswegen ist auch immer Lärm im Hintergrund. Das bitten wir zu entschuldigen. Aber wir wollen eigentlich Ruhe. Ruhe bitte. Silence! Bringt nichts. Und wir spielen jetzt mal Broforce weiter. Oh, wo bin ich jetzt drauf gekommen? Ja? Wir können das Spiel beenden, das ist auch. Nee. Offline. Play offline? Offline, ja. Wir playen mal offline. Wir sind ja hier nicht online. Ja. Join! Oh, warte! Oh, Gott sei Dank. Gerade noch so, ja. Oh, stimmt, wir haben ja das letzte Mal mitten in der Mission abgebrochen. Haben wir? Echt? Also, ja, wir haben ein Aber der Auftrag ist immer der gleiche. Ja, gut. Nee, das war. Da haben wir schon angefangen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wieder am Anfang anfangen oder von dem Kapitel. Wir werden es sehen. Wir werden es jetzt gleich sehen. So. Jetzt gleich mal wieder rumfailen hier. Oh, echt, ey. Furchtbar. Yeah, Retro. Also, falls ihr euch fragt, wo wir hier sind, wir sind auf der Combat Zone. Oh. Wah! Und ich bin gesprengt. Ja, ich auch. Wir sind auf der Combat Zone LAN-Party, eine der letzten LAN-Partys in ganz Bayern. Aber ich bin schon wieder gesprengt worden. Auf den ersten oder zweiten Teamspeak. Ich lebe noch. Ja, auf. Und ich spreng hier alles. Mach mal, nee, das ist eine Mine, das ist eine Mine. Jo. Gott sei Dank, ey. Safe. Oh nein. Ich bin schon wieder tot, ey. Ich kann überhaupt nichts machen, ey. Ich muss ja sagen, das Mikrofon ist mir ein bisschen im Weg, aber das geht soweit eigentlich schon ganz gut. Ja, genau. Ich muss überleben. Geh in den Untergrund. Survive. Dead. Ja. Genau. Da sagt er will surviven, ne? Flame John McClane ist hier. Und ich hab mich weggesprengt. John McClane. Mit ohne Schuh. Ja, genau, der ist barfuß. Ey, ich bin in die Indiana Browns. Da vorne ist so ein Dicker gewesen. Ich bin auch schon. Bist du auch gestorben? Ja. Krass, wie das abgeht hier. Wir sind einfach echt zu gut für dich. Ich kann mich auch gerade nicht so gut konzentrieren. Also, wir können uns, glaube ich, beide gar nicht so gut konzentrieren, weil es sind einfach 150 Leute im Hintergrund und die machen einfach so viel Lärm. Die machen uns so nervös. Nee, ist schon was anderes halt, ne? Also, ist. Vorsicht, so, da vorne steht so ein. Jetzt kommt erst dieser Truck. Truck. Feld auf der Truck. Truck! So, Snake lebt. Räche mich. Ich versuch's. Wenn ich noch einen finde, ich muss jetzt hier einen befreien, ne? Ja, hier bist du wieder. Ammunition. Bist du tot? Ja. Warum auch immer. Wie konnte das denn passieren? Ich weiß nicht, ich hab hier nur die Munition holen wollen eigentlich. Und um mich rum explodiert alles und Panik! Vor allem diese Airstrikes nehmen halt echt. Die nehmen halt echt zu, ne? Also das ist halt. Also so wie eure Mütter, ne? Ja, jetzt ist es nur einmal mit. Es ist nur ein Burger und dann. Und dann sind es 20. Und dann 758. Und schon ist man so groß wie Europa. Wieso? Also das war sie. Da habe ich jetzt. Also ganz ehrlich, da war ich jetzt. Habe ich jetzt nicht durchgeblickt. Ne? Oh nein! Oh! Ich muss am Anfang immer rausfinden, wer ich bin. Ich sollte keine explosiven Fässer treten. Merkt euch das, wenn ihr an einem explosiven Fass vorbeikommt. Darf ich stehen bleiben? Ah, Mann! Haha! Hat sich mein Controller gerade? Nee. Ich konnte mich gerade irgendwie nicht bewegen, keine Ahnung. Peitsch ihn auf! Jawoll! Ich bin die Boondock Saints. Ja, aber ich kann. Ich kann mich gar nicht bewegen, ey. Das ist blöd! Das ist echt blöd, ne? Dein Controller ist auch aus. Aber du lebst noch! Du lebst noch! Das ist halt eine LAN-Party, ne? Ah, jetzt. Okay, gut.
Aber du lebst noch. Mit was? Ich trau mich nicht so, ne? Ja, da... Oh Gott, ich trau mich hier gar nicht so. Ach nein! Oh! Nein! Verdammter Mist, ey. Was war denn das? Ein explodierendes Fass einfach so, ey. Ich bin John Brambo, oh, ey. Ja, und ich bin mitten ins Minenfeld gesprungen. Ich jump die jetzt da, die zwei. Da bist du ja auch gleich wieder da. Ah, oh, ich bin schon wieder tot, ey. Was ich das Fass explodiert. Ja, genau. Ja, das war das, was mich gerade in den Tod gerissen hat, ey. Und ich hab dich. Ich bin Robocop. Und der Hund hat mich. Robocop. Wow. Breche mir. Hier geht's ab, ey. Waren wir heute schon mal so weit? Nee, so weit waren wir noch nicht. Aber jetzt bist du wieder da. Und du bist Ash. Aus. Minion. Tod? Ja. Tut uns leid, wir. Ja. Erstens mal ist hier extrem viel los im Hintergrund. Wir müssen und wir sind doch so betrunken. Wir sind auch ein bisschen betrunken, ja, das stimmt auch. Ich bin schon wieder tot. Deswegen kann ich es. Erzähl jetzt, einfach die Story of your life. Kann ich es jetzt erzählen? Und, nein, du bist wieder da. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Kannst du mir verzeihen? Wer bin ich denn jetzt? Bin ich Neo? Du bist Neo, ja. Oh, ich bin schon wieder tot, weil ich die Fesseln in die Luft gejagt habe. Nein! Aber jetzt bin ich tot durch den Airstrike. Na, ich muss jetzt mal erzählen, wir sind hier auf der Combat Zone. Einer der letzten LAN-Partys, der großen LAN-Partys. Wo sich wirklich 150 Leute treffen, um zusammen zu spielen. Und was für Spiele spielen die? Scheiß alte Spiele, deswegen haben wir eigentlich nichts Besseres, als hier aufzunehmen halt. Richtig, richtig. Ja, ist halt leider so. Komm schon! Mensch! Du bist... Bist du nicht am Leben? Nee. Du stehst unten links. Ach echt? Ich hab dich doch gerettet. Oh, ich bin schwer. Gerettet. Jetzt räche mich. Du bist wieder da. Oh, ich bin schon wieder tot. Oh Mann. Ja, das ist halt. Oh, wir haben einen Checkpoint. Ich bin aber auch schon wieder tot. Aber wir haben einen Checkpoint, das ist doch schon mal zumindest irgendwas wert. Ja, wir sind am Checkpoint gewesen irgendwann und du bist irgendwie zwei Leute. Ja. Warum bist du zwei Leute? Weil ich zu cool für eine Person bin. Kennst mich doch. Na klar, ja. Jetzt bin ich wieder nur einer, ich habe mich zurück in eine Person gemacht. Ah, fuck! Nein, ich lebe noch. Du lebst noch. Ich habe mich für dich in den Tod geworfen. Oh Gott, geht das hier ab, ey. Das ist... Also das wird gerade echt übel, ey. Jetzt spring! Oh. Gott sei Dank, ey. Das... Im Hintergrund danken es uns 150 Leute. Danke an alle hier anwesend. Ich weiß nicht, ob es jetzt gesehen hat, aber... Und ob ihr uns ist ja auch egal, eigentlich. Aber also, wir haben es geschafft und darauf kommt es an. Also... Wir trinken hier auch Bier, weil das Motto dieser LAN-Party ist... Also ein Durst hätte ich schon. Ein Durst hätte ich schon. Das ist fränkisch für... oder bayerisch für... Also, ich würde auch gern was trinken. So ein Bierchen würde schon gehen, ja. Und es geht mit Airstrikes weiter. Wie kann es auch anders sein? Oh Gott, und ich bin voll reingehüpft. Da unten ist dann so ein Dicker, ey. Ach stimmt, wir haben ja auch Messer, ne? Ja. Wir können die auch messern. Das ist ein Selbstmordattentäter. I know. Jetzt nicht mehr. Also ich versuche hier mal ein bisschen ruhiger durchzugehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob mir das... Wow, was... Ja, das bin ich. Das bin ich. Was tut er da? Ah! Wie denn wegen? Bin ich gerade weggeflogen? Ja. Und ich bin daraufhin gestorben. Da fiel ein Fass runter und dann bist du weggeflogen. Only in Broforce. Aber warum bin ich denn schon wieder tot, ey? Ich steig aus dem Auto aus und bin tot. Ja,
wenn das Motto schon ist, dann Durst hätte ich schon. Dann muss man auch was trinken. Muss man auch irgendwas trinken halt. Ne? Vorsichtig. Oh, was kommt denn da unten? Jetzt ist es weg. Ja, ich aber auch. Das ist genauso weg wie ich. Machst du platt? Bam, 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 bam. Das ist so ein blöder Roboter. Den kannst du dann auch danach anziehen. Hatte ich ja in der letzten Folge. Ach, ich habe so ein Kostüm angehabt. Nein! Ich bin so schlecht. Mission failed. Again. And again. And again. Hau ihn, hau ihn, hau ihn, töte ihn. Ich peitsche ihn aus. Ah, ich bin tot. Ja, und ich bin mit einem Schuss reingesprungen. Wir sind einfach... Leute, ey, heute sind wir richtig am Fehlen. Ich kann mich wieder nicht bewegen. Also manchmal ist hier irgendwie ein Bug am Werk, habe ich das Gefühl. Halt. Weil wenn ich mich nicht bewegen kann, was ist denn dann? Kann ja nur ein Bug sein. Eigentlich schon. Schau, ich kann mich nicht bewegen. Das ist sehr merkwürdig. Jetzt noch mal Controller aus. Ist deine noch an? Meiner ist noch an. Und ich bin tot. Ist meine auch wieder an. Meiner vibriert und alles ist in Ordnung. Jetzt bist du tot. Ja. Naja, machen wir es halt nochmal. Ist ja kein Problem. Achso, jetzt habe ich mich mal wieder für dich gehalten, wie so oft. Und bin gestorben. Und oh, du solltest dich auf die Fässer zu rennen, die explodieren und abschießen. So ein mistiges Spiel, ey. Messer, Messer, Messer! Ich bin schon wieder tot. Ich hab dich gerettet. Juhu. Ich bin der Flammer. Warte, ich glaube, wir arbeiten uns hier mal durch. Das machst du mal. Sehr gut. Hast du mich jetzt gerade getötet? Ich weiß es nicht. Also mich gibt es jedenfalls nicht mehr. Wenn ja, es tut mir unglaublich leid. Oh, tut's dir gar nicht. Ja, erwischt. Jetzt da oben wieder dieser Anzugtyp. Genau so. Wow. Alter! Wie ausrastet! Oh. Nein! Oh. Wie soll man das denn schaffen, bitte? Kannst du mir das verraten? Kann mir das irgendjemand verraten? Und, ja, bestimmt. Leute, den komme ich nach. Bist du Machete oder. Nee, ich bin Will Smith. Und ich bin tot. Und wie es weitergeht, weiß ich nicht. Sehen wir in der nächsten Folge. Eigentlich. Da gehe ich von aus. Wir machen heute ein bisschen kürzere Folgen, weil wir hier auf dieser LAN sind und es ist extrem anstrengend, hier gegen den ganzen Lärm anzureden und sich zu konzentrieren halt. Aber trotzdem, in der nächsten Folge, sehen wir, wie es weitergeht. Vielleicht sehen wir, wie es weitergeht.